Guten Morgen und herzlich willkommen aus Stangerode. Hallo. Wir sind heute in Nordmanns Wildtier- und Safaripark und gucken uns auf fast 1000 Hektar ein paar Tiere an. Hier gibt es viel Schwarzwild, Rotwild und das geliebte Mufflon. Außerdem haben wir hier in Deutschlands beeindruckendste Bisonherde vor Ort. Hier gibt es über 1300 Tiere zu bestaunen. Familie, wollen wir hin? Ja! Okay, also schön, dass ihr dabei seid und los geht's! Auch hier geht es natürlich bergauf, man merkt, wir sind im Harz. Junge, es ist doch immer dasselbe. Ach, ach die denn da. Wolltest du gerade in den Bollerwagen? Gibt's nicht. Uiuiui. Höhenmeter in Stangerode. Oh Gott. Will ich mit dir Ärger haben? Oh mein Gott, die Höhle! Da! Sophia! Wo ist der Stempel? Auf der anderen Seite. Da hängt das. Wir werden hier perfekt zum Tor geleitet von Reh. Nee, der Blockwart hier, glaube ich. Ui. Tschüss, Reh. Tschüss, Reh. Come on, come on, come on.
Wir machen bei uns Tanz, um das Weibchen zu beeindrucken. Guck mal, ich bin ein toller Frau. Schöner Frau. Guck, wie schön ich bin. Ich habe das schönste Federkleid im ganzen Tierheim. Und ich tanze. Ah, der hat einen Wurst. Der hat einen Wurst. Die Frau kann nicht. Oh, Gott, das sind die Pokémon-Star. Wir wollen so kleine Babys machen. Wir machen das nicht zusammen. So, ihr Lieben, die Kinder sind noch im Streichelzoo. Der Friedel, der ist noch auf dem Spielplatz ein bisschen. Ich muss das rüber zur Stempelstelle. Die ist nämlich nicht wie ursprünglich gedacht hier mit diesem Wildpark drin. Die ist hinten bei der Bisonherde, nämlich auch die ist nicht Teil des Wildparkes, also des 5-Euro-Geheges, wie wir es genannt haben. Ja, so war das ganz nett. Man kann mal reingehen. Für Kinder ist das super. Wir haben eben gerade Glück gehabt, dass der Strauß hier seine 5 Minuten gekriegt hat und ein bisschen gebalzt hat mit der Straußenlady. So hat sich das gelohnt. So, wir gehen jetzt zur Stempelstelle. Wieso habe ich eigentlich heute die A-Karte gezogen? Nur bergauf. Drüben bei den Tieren. Und jetzt zum Stempel. Ebenfalls nochmal. Uiuiui. Unglaublich. Hey, jetzt geht er mal schick. Oh, ich habe gerade gesehen, ihr wahrscheinlich auch. Ich befinde mich gerade auf der Bisonroute. Das heißt, man muss nicht zwingend Eintritt hinten bezahlen, um hier die Tiere zu sehen. Diese Bisone oder Bisons, wie sie heißen, haben eine eigene Route, man kann die wohl abgehen. Und hier sind auch verschiedene Stationen. Ne, einmal Infostation hier, wie hier die Waldkiefer und dann eben halt mit dem Tierweitsprung. Super klasse. Das war Stempel Nummer 122 am Bisongehege und jetzt brauchen wir nur noch 100 Stück und dann sind wir Wanderkaiser und Kaiserin. Meter wurden doch tatsächlich fast 2 Kilometer. Aber ich bin wieder zurück bei der Familie und jetzt geht's nach Hause. Auch trotzdem war ganz schön, muss ich jetzt sagen. Aber vor allem, weil das Wetter mitgespielt hat. Bitte? Ich klingel mal. Ganz spannend hier.
Schlachthaus. Dankeschön. Das geht ja doch auch einfacher. Du musst ziehen, Lea, dann. Ja, super, dankeschön. Hier, zieh so. Mal deine Mädels raus. Ich darf nicht rein, ich habe nicht bezahlt. So, das war's aus Stangerode. Ein Stempel, ein Tierpark, eine Bisonherde und ein Strauß, der sich wie ein Dings gefühlt hat, ne? Wie ein edler V, um seine Herzdame anzumachen. Und wie fandet ihr es? Wie fandet ihr es? Ja, war schön. Der 5-Euro-Rundgang war super. Ja, genau. Ja, mit dem Preis, da müsste man noch diskutieren. Aber wir hatten längst ein bisschen Spaß und das ist ja das Wichtigste. Ja, total Spaß. Siehst du, dass wir mit deinem Lächeln nach Hause gehen. Also. Die Kinder haben den kleinen, aber feinen Spielplatz gelegt. Genau. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Und da waren Babywildschweine. Die waren vielleicht süß. Wandern nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aber gehen wir jetzt nicht noch zu den Büffeln? Ich war schon nach meinem Büffel, hab ich doch gesagt. Hä? Ich dachte, wir gehen zusammen zu den Büffeln. Du, ich hab zu den